Die U-Boote sind endlich besorgt und jetzt machen wir uns auf was? Die Was war's? U-Boote? Was ist das denn? Die U-Boote. U-Boote oder nicht? U-Boote. U-Boote. Was lachst du denn schon Wie wieder heißt es so? nochmal? Wie heißt es, Curry? Die U-Boote. Die Die U-Boote. U-Boote. Die Urpute. Okay, ich bin ruhig. Yeah. Das doch mal. Jetzt fangen wir mal an der Moderation an. Bitte ruhig. Was? Nein. Der Patrick hat gesagt, wir suchen heute ein Flugzeug. Der See Was? ist Ein voll abgestürztes schmutzig. Wrack. Emma Keine Ahnung, wo das 370. ist. Ey, was? Oh, der war gemein, Also oder? das U-Boot hatten wir ja schon mal gefunden. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die UFO-Folge. Das UFO meine ich, das wir gefunden haben. Aber der UFO. Patrick meinte, da gibt es noch was anderes hier. Und dabei ist natürlich der Benny, der Dennis, der Hallo. Currywurst. Und der PZ ist auch am Schlüssel Hallo. und ich natürlich hier Ich muss aber auch noch ganz kurz mit. was sagen. Ich habe gerade einen MH370-Witz gemacht, weil das natürlich auch verschollen war. Das tut mir Ja. natürlich leid. Macht man eigentlich keine Witze Also drüber. Dennis, ne? Patrick, ist das denn jetzt ein So, wollte ich Flugzeugwrack nur mal oder gesagt ein haben. Piratenschiff, ein Nee, altes das ist oder ein was? Flugzeugwrack. Ah, ein Flugzeugwrack, alles klar. Deswegen habe ich ja den bösen Witz gemacht. Wir fahren Okay. einfach mal in die Richtung. Also das ist einfach Weil geradeaus ich da fühle mich hinten direkt irgendwo. schmutzig, wenn du solche Ist Witze es da machst, am weißt Ende, du? ja. Ja, genau. Also der Witz war Also wirklich scheiße, es tut mir Challenge-Vorbereitung leid. hatten wir in der letzten Folge. Ja, ist jetzt gut. Nee, ich habe voll das schlechte Wie viele Gewissen jetzt, sind wir aber denn jetzt? Oh. Also jeder hat jetzt eins? Ja. Ja. Aber letzte Folge sich noch über meine Witze am Beschweren, weißt du? Dennis, ey. Ja. Dennis. Ja, okay, der Behindertenwitz ist viel schlimmer gewesen als den Witz, Ich den habe ich nicht jetzt mal einen gemacht habe. Behindertenwitz gemacht, das ist das Lustige. Nicht? Ich habe gesagt, weil ihr hier keine Beine mehr habt, weil ihr die ganze Zeit so sitzen müsst beim Arbeiten wegen der Playmassive, Wir haben alles habe ich, irgendwo hab ich richtig gesagt, damit habe ich gesagt, genau, ich hole mir einen Elektrobau, ich hole dich einen Elektrorollstuhl. Das hat ja nichts damit zu tun. Aber stell mal vor, wie Das hast fies du ja das wieder wäre. draus gemacht. Ja, als würde man das Meinst jetzt du, ja irgendwie ernst nehmen können, mal ganz ehrlich. meinst du ganz ehrlich, jetzt... Wem fahre ich eigentlich hinterher gerade? Ich weiß es nicht. Meinst Wer du ist denn ganz das? Wer ehrlich, ist du denn das? würdest Wer bleibt denn uns... da gerade stehen? Oder fällt ganz unten am Grund? Ich Also vielleicht, ich bin fahren da alle oben. zusammen. Okay, dann fahre ich dir lieber nicht hinterher, wenn das der Benny ist. Du würdest uns einen Elektro-Rollstuhl holen oder Wieso lieber so einen denn? Rollstuhl, den man selber anschieben müsste? Nee, das ist natürlich, wie da habe ich auch schon gesagt, darüber können auch manche Leute lachen, die in so einem sitzen. Ja. Und für die es mir natürlich leid tut, ohne Frage. Ich habe ja auch, wie gesagt, in einer Behindertenwerkstatt gearbeitet, mal ein Jahr lang und viele kennengelernt. Und auch mit vielen Späße gemacht. Also auch Aber da viele gibt es Behinderte mit viele dem schwarzen Humor. solche Werkstätten, ne? Und was heißt denn Behindertenwerkstatt? Was machen die Leute Also in denn der da? Behindertenwerkstatt, da wird vor allem werden Materialien produziert. Zum Beispiel machen die dann irgendwelche Filter, setzen die auf oder so für Ford oder sowas. Hm? So halt einfache Arbeiten. Ich war allerdings nicht nur in dieser Werkstatt, sondern auch, habe auch den Kiosk zwischenzeitlich gemacht da und war auch im Förderbereich vor allem extrem lange, also wo die ganzen, wo du wirklich auch wickeln musst und so. Habe ich alles durchgezogen, ey. Ich hatte glücklicherweise halt ziemlich junge Behinderte da am Start, so dass es halt eher war wie, als würde man ein Kind wickeln, weil die waren auch sehr klein, manche auch mongoloid. Da hat man nicht Down-Syndrom, ja. Ja, ist schon Und krass, ne? Was ist alles? die sind halt, da habe ich auch welche echt lieb gewonnen. Den Georg, den Jens und so. Waren ein paar richtig coole Leute dabei. Ich Und bei sag's, mir ich. Ja. waren halt aber die Fälle, die wirklich auch wirklich richtig, richtig schwer behindert waren. Also Ja, größtenteils, manche wussten auch schon gar nicht, konnten nicht mehr mit reden mit dir und so. das Ja, ist hatten ja, auch einen das ist ja Todesfall und so, das war übel. boah, das ist ja so ein Thema, was viele Leute immer beschäftigt, kann man immer sagen. Wenn man so vorher weiß, ne, man hat ein behindertes Kind, irgendwie bringt man auf die Welt. Ob man dann abtreiben soll oder ob man es behalten soll, ne? Und da sind ja viele Leute immer so zwiegespalten, weißt du? Ahnung, bei Ja, so es einem... ist natürlich schwer, ey, ganz ehrlich, es erfordert ein Leben Ja. voller Arbeit, aber Ja. irgendwie, so wie ich die Behinderten kennengelernt habe, viele davon, wenn ich jetzt so ein Kind mit Down-Syndrom habe und das kann ein gutes Leben haben, finde ich das völlig in Ordnung, das zu kriegen. Also dann finde ich es eher schade, wenn jemand sagt, nee, da treibe ich, weil dann darf man ja, glaube ich, auch nach 3 Monaten noch abtreiben. Ja, aber das kann auch sehr lebensfroher Mensch werden, also auf jeden Fall. Und da gibt es einen in den USA, das habe ich ja schon mal erzählt, ich weiß nicht, wo das ist. Der hat so ein Café aufgemacht, ne? Und immer die Leute, die halt reinkommen, umarmt er dann so, weißt du? Egal wer das ist. Und da finde ich auch schon krass so, wenn du Down-Syndrom hast, dass du dann so eigenständig trotzdem dir ein Café aufmachen kannst mit Mitarbeitern und alles. Ja, es gibt welche, die sind total Ja. dabei und haben ganz leicht ausgeprägtes Down-Syndrom, dann gibt es ganz schwere Fälle. Das Ding ist aber, zum Beispiel gibt es auch welche halt, die sind richtig aggro. Hast du leider auch. Ja. So, Ja, und dann klar. hatten wir auch welche, da war einer, der war richtig übel, der hat die ganze Zeit blonde Frauen angegriffen.
Blonde und, Frauen? Ja, weiß ich auch nicht, was in seiner Lebenshistorie passiert ist, aber dem musste ich teilweise mit so richtig zum Boden. Da gab es so eine Ausbildung, wie du wieder zum Boden, wenn du im Notfall wen zum Boden reißen musst und so. Ja, aber was heißt denn angreifen? Ja, richtig gepackt und so geworfen und sowas alles. Was? Ich hatte ja mal was Schlimmes mit einer blonden Frau erlebt, ich weiß es nicht. Ja. Der konnte auch nicht reden. Habt ihr gerade auch so grünen... Wem folge ich hier eigentlich? Dem PZ. Ja, das ist der Einzige, der weiß, wo es lang gehen soll. Ich suche gerade, also es muss hier irgendwo sein. Ja, nee, aber man kann ja zum Abschluss mal sagen, es ist wirklich ein krasses Thema und... Ja, ich könnte ihr auch mal in die Community gefragt, was in eurer Erfahrung mit Behinderten... Also ganz ehrlich, ich bin an das Thema gar nicht so rangekommen, wo ich nicht, wenn ich nicht den Zivi da gemacht. Und es war eine super Lebenserfahrung, die ich nicht missen wollte, ganz ehrlich. Ja, ja, und man kann ja echt froh sein, dass es Leute gibt, die sich das auch zur Aufgabe machen, solchen behinderten Leuten wirklich zu helfen, ne? Weil ja, ja. Die sind teilweise auch... Aber da sind auch ein paar echt gute Betreuer gewesen, ein paar auch nicht so gute, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ja, ich ja, mich auch angelegt mit jemandem, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, aber bei Lehrern leider auch so, muss man sagen. Ja, nur durfte ich mich in dieser Phase zum Glück mal anlegen und habe mich direkt einen draufbekommen, wie in der Schule, wenn du dich angelegt hast mit dem Lehrer. Ja, das stimmt. Der dich dann voll auf dem Kicker hatte. Ja, aber das ist ja nicht nur, weißt du, Erzieher und so und generell so Altenpfleger und so sind alles so harte Jobs, die von den Leuten immer so, keine Ahnung, total unterschätzt werden, weil ich finde so... Super. So ein Erzieher, weißt du, der verdient eigentlich gar nicht so viel Geld. Auch Rettungs. Die verdienen alle viel zu wenig. Ja. Also die Leute, die Rettungswagen fahren, Alter. Ja, das Rettungswagenfahrer sind ja tatsächlich auch Zivis, ne, die so Rettungssanitäter. Teilweise, aber nicht die richtigen Rettungswagen. Nee, das waren keine Zivis. Eher so Busse, wo die Behinderten nach Hause fahren. Ja, also so Malteser und sowas gibt es ja. Die ja, genau, werden aber tatsächlich das von den Zivis gefahren. Ja, aber das sind keine Rettungs, die werden dich jetzt nicht, wenn du ein abgerissenes Bein hast. Sondern vielleicht so, keine Ahnung, von Altenheimen zu, keine Ahnung, zu Untersuchungen oder weiß nicht, wie es bei mir ist. Sag mal, PZ weiß noch, wo es lang geht, oder? Die Frage ist natürlich. Ey, der PZ, Die Frage ist natürlich, ob es das Flugzeug auch in GTA Online gibt. Ja, das ist geil. Ey, Patrick, wenn wir die ganze. Aber guck mal, der Propeller will manchmal in grün, ne? Ist er auch so grüner. Ich hab's ja im Singleplayer schon gefunden, aber eigentlich ist es ja die gleiche Welt hier. Aber. Oh nein. Also, wäre der Oberhammer. Es tät mir natürlich unglaublich leid, aber... Das wäre auf jeden Fall eine Mega-Challenge für nichts. Ja, ich kann mir nicht vorstellen eigentlich, dass es hier nicht ist, aber... Ja, aber eigentlich hast du recht, eigentlich gibt es die Sachen im Normalfall auch in der Online-Welt. Warum sollte es das nicht hier geben? Aber anscheinend hast du die Stelle irgendwie falsch, oder? Ja, wir sind ja eigentlich... Also ich bin den ganzen Grund eben entlang gefahren schon bis hierhin. Und so tief ist das auch gar nicht hier. Ja, ich bin auch fast alles abgefahren. Scheiße. Ja, ich glaube, das hat sich dann erledigt. Weißt du, die ganzen U-Boote hier rübergebracht und so und... Ja, aber ist doch schön hier, oder? So in der Gruppe Kinder. Mal mit dem U-Boot rumzufahren. Der Patrick. Oh nein. Weißt du, PlayNation-Redakteur, sag da lieber nicht so laut, ey. Was? Oh Mann. Was du für Leute einstellst, Dennis. Ja, das ist ja gar nicht. Den habe ich am Bahnhof in Köln gefunden, weißt du? Was hast du denn da gemacht? Nix. Ja, wir haben nach neuen Mitarbeitern gesucht und du warst... Du warst da. Ja, mach dir nichts aus, Patrick. Die Community wird dich dafür haten. Ja, manche. Das ist kein Problem. Manche. Aber die werden schreiben, Alter, wie langweilig. Und sagen, mach dir nichts aus, Patrick. Ja, und dann aber 99% der Zuschauer sagt, wie langweilig. Scheiße, Patrick, raus aus dem Let's Play. Diabo, Saraza, Geldgeil. Ich kann ja gar nichts. Ja, 99% sagt das. 1% sagt vielleicht, ja, kein Problem, Patrick. Wir bereiten da 2 Folgen vor, die Challenge wurde ewig versprochen. Ja, 10.000 Mal wurde wahrscheinlich in die Kommentare geschrieben, das Flugzeug gibt's da gar nicht, wir Leute. Wir könnten die Stromschnellen noch hinunterfahren. Wir haben jetzt 4 Folgen aufgenommen. Und wer jetzt wirklich Mitleid mit uns hat, so, ne? Also mir. Wer jetzt sagt, ja, ne, mit uns, weil wir mit dir spielen müssen, der sagt dann, Scherz, Patrick. Der sagt dann natürlich, kriegst ein Like auf das Video, sharen, teilen, abonnieren, favorisieren, liken und so weiter, ne? Kennst du ja. Bei mir ist das gerade so peinlich einfach. Das gibt's gar nicht. Eigentlich müsste man bei PZ auf den Kanal gehen und sich da beschweren. Bei uns ist ja nicht so. Gib denen alle mal ein Dislike nicht. Ja, nein. Fällt ja nicht mehr ins Gewicht, ne, Patrick? Nein, ich kann passieren. Danke. Nein, ey, jetzt muss ich mal echt was sagen. Die Leute denken immer, ich hasse den Patrick oder so. Ich mache nur mal Spaß. Das stimmt. Nee, ohne Scheiß. Ich kenne den Patrick jetzt auch schon seit 2-3 Jahren oder so. Ne? Und der arbeitet ja auch schon ewig bei uns bei PlayNation und so. Wir sind alle so gute Freunde geworden, kann man ja echt sagen. Und da machen wir halt immer so Scherz. Ist ja normal, wenn man so unter Kumpels ist. Ihr müsst mal hören, das neckt sich, ne? Ja, ihr müsst mal hören, was der Saraza alles sagt, wenn die Kameras aus sind. Mhm. Atme nicht, guck mich nicht an. Genau, wieder der Geschichten hier erfinden ist der Traum. Also ich fahre jetzt die Stromschnellen runter, sonst ist das zu blöd. Ich will mit. Ja, ne?
Ja, ganz ehrlich, also das tut mir echt leid, liebe Zuschauer. Das ist der Patrick natürlich. Ja, es tut mir auch unglaublich leid. Also ich habe aufgesetzt mit dem U-Boot. Ich werde mich jetzt gleich auch rein, aber. Okay, das funktioniert auch nicht. Das ist natürlich die Mega-Folge. Fuck. Ja, aber es gehört dazu, Alter, ohne Scheiß. Ja, egal, passiert, ey, mach du dir jetzt mal. Was kann man denn mit 5 U-Booten sonst noch machen? Sorry, aber 200 GTA-Folgen, wenn dann eine Folge scheiße ist, sag ich dir ganz ehrlich, dann... In die Luft jagen. Also eine Folge ist leider nicht scheiße. Es gab so 10, die waren nicht so geil. Ja, von 200 ist aber gute Quote, haben wir ganz gut gemacht, finde ich. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen... Ich muss jetzt leider das U-Boot in die Luft jagen, oder? Das kann doch nicht sein. Kann da mal wer anschieben? Ja, Moment, ich komme auch gerade. Ey, Curry! Was denn? Hallo! Aber nochmal, also das ist wirklich... Oh! Seltsam, dass es das ja, hier gibt. Patrick, jetzt... Also es... gibt's das doch, es gibt das... Gewonnen. Scheiße! Nein! Oh, Mann. Curry! Schieb mich an, Eichi. Ja, geil. Jetzt hängen wir hier beide. Benny? Nee, du hängst da nicht. Benny? Guck mal hier, ja? Ich hänge hier hinter dir. Aber ich müsste eigentlich... Ja, aber wie soll ich dir denn helfen? Das weiß ich ja nicht. Ich kann ja nicht mal ein Flugzeug finden. Auto kommen. Curry, wir haben eine Mission. Wir müssen die befreien. Moment, ich tritt mal gegen, ja? Ja, das wird nichts, glaube ich. Benni, gibt es eigentlich von euch so, ne, ihr habt ja so viele Lieder schon gemacht, gibt es ein Lied, geht, wo du sagen würdest, das Lied findest du nicht so gut? Bitte. Ja, so, jetzt ist es frei. Es waren zwischendurch vielleicht mal Sachen bei, wo man nicht ganz so viel Zeit hatte, wo man jetzt auch hinterher sagt, ja, da hätte man noch mehr rausholen können. Ja. Aber so komplett scheiße. Tritt doch mal bitte gegen, ja? Ah, jetzt bin ich gegen dieses blöde Rennen gelaufen. Nein, der Troublemaker-Song, der war ja wirklich... Muss man sich cool, ja. Alle, tritt doch mal gegen das U-Boot hier. Oh, nervt das gerade. Ich komm gerade dahin gefahren. Das Coole ist, kann man ja mal sagen... Ja, warte, ich probier's. Die Musik von Benny und so kann man immer für seine YouTube-Videos benutzen. Mhm, sehr gerne. Von den Alchemisten, genau. Ja. Das ist super. Circle of Alchemy. Nein. Ja, es ist der Autovervollständigung. Ja, für Gamescom damals, bei LPT XXL kann ich. Egal, komm, wir machen U-Boot-Surfen, Alter, ist doch auch nice. Okay, probieren wir. Moment, ich komm auch frei, Ey, das geht voll geil. Wie nice ist das denn? Ah, haben wir glücklicherweise doch noch eine neue Challenge. U-Boot-Surfen. Yeah. Oh, Wellen. Geht schon, Alter. U-Boot-Surfing, wie geil der da noch ist. Ja, ich bin wieder frei. Alter. Du bist zu tief. Oh, ich häng schon wieder. Also, das war eine Welle. Was? Nix. Bist du tief? Du hängst schon wieder? Ach, Dennis, glaub, ja. Wirklich. Hast schon wieder zu tief? Du musst das um diese Uhrzeit wirklich noch sein. Benny, Pet. Nein, Mist. Du musst stehen bleiben, Benny. Irgendwie. Was macht ihr da? Ja, super. So, ich stehe. Steh drauf. Bin drauf. Okay, weiter geht's. Warum sind das Sirenen jetzt? Alter, von mir, das sieht vom Weiten so lustig aus, weil der Sarazar, das sieht so aus, als ob du über Wasser schwebst, Alter. So. Weil der kann ja über Wasser gehen. Jesus, der U-Boot-Surfen. Der Sonne entgegen. Und da hinten kommt man wirklich nicht lang? Nee, ich glaube nicht. Ach komm, und Wille ist das auch ein Weg. Ja, okay. Und Walle ist das auch ein Weg. Patrick. Ja. Nein. Komm, ihr braucht noch ein U-Boot zum Surfen. Ja, hier, hinter euch. Ich bin noch sofort hinter. Drauf? Boah, das ist voll geil, nee. Alter, mit dem U-Boot surfen. Ich würde machen wir ein Wettrennen. Wusste ich gar nicht, dass es geht. Ja, wo seid ihr denn alle? Ja, Wettrennen beim U-Boot surfen. Das sieht jetzt gerade klasse aus. Da war echt nur noch dein Oberkörper zu sehen. Ja, das war wieder zu tief. War wieder eine Welle. Komm mal. Benny! Oh nein! Ich will auch mal mit so einem Mini-U-Boot fahren, wobei ich hätte da bestimmt voll die Platzangst drin. So Titanic. War schon mal, geil, so ein Mini-U-Boot. Ja, aber guck mal, ey, das ist so eng und alles und boah. Wo sind die anderen? Wo ist der Curry? So sieht man mehr nach Surfen aus. Ja. Das sieht ja, so klasse aus. Alter. Oh, sorry, Dennis. Ah, du hast dir die Vorfahrt genommen. Bin ich gewöhnt von dir, Patrick, weißt du? Dass ich dir die Vorfahrt nehme? Welle! Das ist die perfekte Welle. Welle, was machst du da, Alter? Mach U-Boot-Surfing, siehst du doch. Wovon reden wir denn die ganze Zeit? Achso, nee, das war gerade... was verwechselt. Dann kann ich bei dir auch mal surfen. Ja, komm. Boah, voll in die Kurve noch rein. Ja, komm. Gar kein Problem, man kann voll gut auf diesem U-Boot stehen. Wie halte ich das aber oben? Mit X.
Steigen Sie auf, junger Padawan. Oh, junger cool, ganz Payset. An der Spitze. Junger Jedi. Ja, will du mir was von Star Wars erzählen? Mir. Oh. Nein. Boah, das ruckelte gerade voll. Den Sohn des Skywalkers. Nein. Oh. Skywalker erinnert mich an was so anderes. Das ist immer ein Insider. Ja. Was? Nix. Sag nochmal, komm, sein Mann, sag nochmal. Nee. Sag nochmal, komm. Nee, geht dich nichts an. Komm, Sarazar, hau raus, komm. Geht dich nichts an. Komm, hau raus, komm. Nee. Ja, komm, mach dich bereit, mach raus. Luke, juhu, ich bin dein Vater. So, lass mal ein Wettrennen machen. Luke, ich bin dein Vater, sagt er, ey. Was ist denn euer Lieblings-Star Wars-Charakter? Ja. Oh. Darth Vader. Ja, eindeutig, ne? Ist ein cooler, auf jeden Fall. Der Oberschurke eigentlich. Wobei, ich fand, bei Episode 5 fand ich mal doof, dass er auf einmal eine andere Synchro hatte, ne? Ich weiß nicht, ob das... War, hallo? Ich kann nicht drauf achten. Oh! Benny, was hast du getan? Okay, das war's. Alter, was für eine Monsterwelle hier gerade. Naja. Immerhin hat man das U-Boot-Surfing gesehen. Sorry, dass das Moment nicht geklappt hat. Bei der Monsterwelle der Vater vom Patrick ins Wasser gesprungen. 2 Zentner wieder. Nein. Warte mal, wer ist denn das? Das Ding kenne ich doch. Guck mal hier. Das Ding? Das ist die Mutter vom Dennis. Weißt du, wieder... Scheiße. Ey, wenn du eine Waffe in der Hand hast, ist es unmöglich, dich zu killen, Alter. Eigentlich müssen wir mal alle wieder einen Faustkampf machen. Auf dem U-Boot. Komm, Walle, ohne Waffe, komm, ohne Waffe, sein Mann. Patti, Walle, ohne Waffe, komm, sein Mann, jetzt. Komm. Ja, jetzt sagt er so, weißt du. Pack die Waffe weg, komm. Warte. Scheiße. Ja, Mist. Der Curry ist so ruhig, der ist wahrscheinlich schon eingepennt. Ja, der will mich nicht reingehen, Curry. Schon lange. No Curry, no cry. Hahaha. Curry, wofür steht eigentlich das AFG, Curry? Sag doch mal. Nichts. Wer schämte sich das zu sagen, ne? Wie oft er das schon gehört hat. Ja. Wenn das jemand weiß, schreibt es mal in die Kommentare. Oh. Benny! Boah! Geil. Ach, du hast mich nur erwischt, ne? Ja. Krass. Aber krass schon wieder, dass die Challenge wieder im ultimativen Massaker endet. Immer. Ja, das ist irgendwie so. Ja, komm, dann machen wir mal Schluss hier. Warte. Ja, noch komm, ein bisschen ultimatives Nein! Massaker. Noch ein Nein. bisschen. Habt ihr immer noch nicht genug? Ah, fuck doch die weg. Was? Ihr habt euch wieder... weg. Fuck doch die weg. Ihr habt euch da wieder in was reingesteigert. Ja, haben wir auch, gebe ich zu. Scheiße, die Challenge hat nicht geklappt, krass aus. Oh, jetzt habe ich Sterne. Das will ich nicht. Verdientermaßen. Wirklich jetzt. Weißt du, ja, ich bin ja nie so einem, dass ich was Schlechtes gönne und so, ne, aber... Der Patrick. In dem Moment muss ich schon sagen... Was? Nein. Ja, wir sind ja nicht bei TTT, okay? Es tut mir leid. Hm. Gleich wird's dir noch viel mehr leid tun. Ich habe übrigens letztens, haben wir ja darüber gesprochen, über Lästern, so über Andrea Berg und so, ne? Ja, ja. Und dann war ich im Urlaub, hatte so Fernseh abends noch geguckt und dann war da so ein Konzert von Andrea Berg, ne? Hm, und ey, sorry, verliebt dann plötzlich. Nee, aber sorry, Alter, aber die Frau sieht so männlich teilweise Alter. Aus, ne? Das kannst du ruhig mal sagen. Weil das war einfach so scheiße, dann steht die da so und sucht sich so Leute aus dem Publikum und die kommen dann so auf die Bühne und sagt die so, wer will... Da kann sie doch nichts für die anderen. Ja, aber dann sagt die so, wer will mein Poseidon sein und so und ich denk mir so, ey... Ich. Was? Ja, da hast du dich gemeldet und gedacht, Mann, ich wäre jetzt gerne Andreas Bergs Poseidon. Andreas. Poseidon so nenne ich, kenne ich nur... Der griechische Gott hier, Meereshandel. Ich wollte gerade sagen, so kenne ich eigentlich nur den Namen meines Glieds. Cobra, Poseidon... Dreizack. Cobra, ja. Ja, ja, weil die Geschlechtskrankheiten so giftig sind. Ja, war gut, muss ich schon sagen, hast du gut ausgehauen. Nee, ich wollte eigentlich fragen, ob der Gamescom helfen kannst beim Tragen, aber... Ja, genau. Der ist wieder vorbei. Das ist wieder vorbei. Ich habe dir den Penis bestimmt nicht getragen. So, vor allem, Alter, ich hatte leider keinen Flohzirkus dabei. Ey, was? Nein! Meinst du den Floh von den Circles oder was? Flohzirkus, ja genau, Flohzirkus. Geil. Oh eigentlich. Gott, ey. So seitwärts mitgenommen, das ist glaube ich der Trick 17. Warum sagt man eigentlich FF und Trick 17? Das habe ich nie verstanden. Woher kommt es? Hm.
Gute so, Frage, Trick 17 sage ich sogar sehr häufig. Ja, aber so kenne ich aus dem FF so, weißt du? Kenne ich aus dem FF, ja. Ich aber weiß, warum denn FF? Hm. Warum nicht PP oder... Frag Ferdinand. Wer möchte da umbringen? Wer möchte mich umbringen? Welcher von den Kackpuls? Welcher scheiß Kackpuls will ich töten? Übrigens, kann man ja gerade ganz kurz erzählen, der Sarazar hat gerade keine Uhr bei sich für die Aufnahme. Hm? Und bevor wir aufnehmen, macht er folgendes Geräusch immer. Ja, mach ich jetzt aber nur einen Moment, weil ich keine Zeit aufschreiben kann. Damit ich ungefähr weiß, dann beginnt die Folge, weißt du, weil wir zwischen den Folgen auch oft so viel Scheiße labern, die nie gesendet wird. Geht doch nicht. Aber, wow. Kann doch nicht dein Ernst sein. Boah, Alter, geil. Ja, Benny, weißt du, ich wollte nie mit dir irgendwie Krieg anfangen. Boah, der Fest, der ist voll brutal. Ich bin über meine Autos und meine U-Boote und Benny, so weiter. Ich bin euer größter jetzt Fan von den Circles, weißt du, ich habe jedes Album gekauft, jede Schallplatte. Jede Wasteland oder wie das Album hieß. Passive-Modus. Alles gekauft, Benny. Und dann was bist du so zu mir, so, weißt du? Ich habe euch finanziell unterstützt. Du bist aber auch nicht immer der Netteste. Ich bin immer nett zu dir. Endlich spricht es mal einer aus. Benny, habe ich jemals... Sei du mal ruhig, du unterbilligst. Guck! Was sagt der Chef dazu? Kann man das... Das ist doch schon Mobbing, oder? Warte, ich frag mich mal eben selber. Ja, ich weiß nicht, ich halte mich da raus, was ihr macht. Scheiße. Sarah, das ist ja auch noch da, habe ich vergessen. Weil ihr mobbt euch halt eh nur auf geringe Basis. Oh, den kenne ich. Darf ich denn den Dennis auch mobben, oder... Klar. Okay, alles klar, dann habe ich jetzt das offizielle... Wenn er dich mobbt, kannst du ihn auf jeden Fall zurückmobben. Das ist auf jeden Fall fair. Versuch doch mal, Patrick, versuch doch mal. Also das ist fair, Patrick, auch mal einen raus. Naja, ich schreib mir den gleich erstmal auf. Deine Traut hat mich durchsiebt. Oh, boah, da bin ja Tricks drauf. Da kann ich nicht mitkommen. Wie du mir, so ich dir. Oh, Mann. Wie ich alle gerade wegsniper und weghole, Alter. Sorry, aber... Bin ich auch krass. Was ist denn das? Heftig, oder? Alter, der Curry. Der kleine Schlingel, ey. Das ist einer. Was, Curry? Ja. Pfannkuchen. Nein! Pfannkuchen. Mom, hol uns keine Muni mehr. Mir wolle Reefkuchen haben. Findet ihr eigentlich sächsischen Akzent? Alter! Das geht doch nicht mehr sehen. So, wie heißt denn immer diese Sachsen-Paule, Alter? Natürlich. Oh, was ist los mit der Welt? Wieso fängt der Dennis wieder Sachsen an zu beleidigen, weißt du? Was? Ja, aber guck mal, ne, also ich muss, also ich bin ja immer ehrlich. Ist ja auch ein lustiger Akzent, finde ich. Aber wenn dann so, es ist so eine lustige Geschichte gewesen, das habe ich im Fokus gelesen, aber so eine Frau, die wollte nach Bordeaux fliegen, ne? Was? Mordor? Ja, da gibt es auch Mordor. Ja, gibt es irgendwo so den Ring wegbringen. Und dann ruft die so da an bei dem Reisebüro und so und sagt so, hallo, ich möchte gerne. Hey, bleib doch mal stehen gerade im Auto, oder? Ich möchte gerne nach Bordeaux fliegen. Nee, DZ, wir spielen TTT, Alter. DZ, du musst abhauen, so zöde ich dich. Achso, okay. Warum hab ich jetzt Kopf am Arsch? Ich hab doch nichts gemacht. War doch alles easy. Sorry, du wolltest die Story erzählen. Auf jeden Fall ist sie dann, wollte sie ihre Reise antreten, die Reiseunterlagen schicken. Und dann hat der Bordeaux gebucht. Also dieses, wo ist das? Frankfurt? Frankfurt. Bordeaux in Frankreich. Ja, Frankfurt sag ich schon, Alter. Bordeaux in Frankfurt. Da weißt du, der mal auflegt, der Skillex, Alter. Skillex. Bordeaux in Frankfurt. Mich kann man nicht mehr ernst nehmen wollen, ich bin durch, Alter. Ich glaube, wir machen mal ein Päuschen an dieser voll Stelle. Voll den Aufnahmemarathon, glaube ich. Wir hatten ja U-Boot-Surfing, eine nicht funktionierte Challenge und noch weggeballert. Und ja, was machen wir denn in der nächsten Folge? Benni, was los? Großes an. Benni, was machst du da? Ich auch nicht. Alter, da gibt's ja hier schon auf dem Sack vor. Aber ich fand die Folge trotzdem ganz amüsant. Aber ich muss mich auf jeden Fall nochmal entschuldigen. Also es tut mir wirklich leid, mit dem Flugzeug. Wer sich beschweren möchte, PZ, ihr könnt einfach an meinen Postfach da irgendwie schreiben. Ja. Briefbombe oder... Der Dennis sagt jetzt gleich noch die Handynummer. Und genau, die Adresse. 01513728151. Weil nachher ist es so, dass da nachher wirklich wer... Da rufen jetzt so viele Leute an. Ja, du hast die Nummer gerade ausgedacht, oder? Ja, natürlich. Ich sag, also, ich sag Patrick's die, Nummer. Ja, das heißt, irgendjemand kriegt jetzt Anrufe. Geil. Meinst du, jemand hat diese Nummer jetzt? Vielleicht freut sich auch einer darüber. Sorry, aber wer da jetzt anruft, ne? Wer da anruft, hat einen kleinen Penis. Und kleine Brüste. Ja, das ist behindert. Da. Dennis. Wäre aber lustig, stell mal vor, dass... Nein, das wäre überhaupt nicht lustig. Nee, ich meine, dass da... Meinst du da... Also, wie gesagt, Leute... Du hast es doch schon mal gemacht. Ja, aber die Nummer war gerade frei erfunden. Das sagst du. Als ob ich Patricks Handynummer... Da ist wahrscheinlich gar nichts dran, aber so. Du kennst meine nicht auswendig aus dem Kopf?
Nee. Die gucken ja schon ein paar Leute mit. Ich habe also noch nie deine Auswendung. Ich hab dich auch noch nie angerufen. Aber oh. Benni, der war schon wirklich extrem, muss ich zugeben. Nee, aber man muss schon sagen, wenn man so, also ich kann das ja aus eigener Erfahrung sagen, wenn man so die Nummer, wenn die Nummer bekannt wird, ne, oder wenn man eine Nummer irgendwie äußert. Wenn eine Nummer im Internet steht, die da ist sie bekannt. Nee. Schreibt mal einen Kommentar, ich schreibe euch das. Das war mal so, dass meine alte Handynummer wirklich Kreise gibt wegen WhatsApp. Ey, jedem, der mir einen Daumen hoch gibt, gebe ich die Nummer vom Dennis. Was für ein dreckiger Penner du bist, ey. Mit solchen Leuten will nichts mehr zu tun. Ich hör auf jetzt, tschüss. Ach Mann, jetzt ist er wieder traurig. Jetzt ist er wieder traurig, der Dennis. Hab dich nicht so, Dennis. Naja, dann verabschieden wir uns an dieser Stelle. Tschüss.